Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dying Light. Und zwar sind wir hier oben auf einem Haus drauf, nachdem wir hier da irgendwo ein Auto scharf gemacht haben, eine Bombe aktiviert haben. Dann hier wollten wir einen retten, der hat sich nur leider schon zum Zombie verwandelt. Jetzt sollen wir weitere Autobomben aktivieren, damit unsere Rebellenfreunde, die ich glaube in dem Turm oder dem Turm, ich glaube in dem Turm wohnen, eine nächtliche Mission durchführen können, um ein Hilfspaket zu erlangen. Die Straße wimmelt von Infizierten. Ja und? Runter von der Straße. Bleib auf den Dächern, wo sie dich nicht erreichen. Ja, hä? Sie umzingeln das Autospike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. So, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es wäre schlau, erstmal einen Böller da hinten reinzuwerfen. Weil die ganzen. Ja, vielleicht hören die es dann nämlich nicht mehr und die kommen sonst näher, weißt du? Fuck. So, dann gehen wir hier mal runter. So, die da hinten lassen es bleiben. Jetzt hier wieder einer. Komm, der scheiß Zombies haut ab. Jetzt FF. Komm. Jetzt hauen wir wieder aufs Dach ab. So, komm. Auto Nummer 1 ist fertig. Das zweite wäre das Auto. Das heißt, ich muss die Zombies von da wegbekommen. Willst du dich nicht oben festhalten? So, komm. Der Zombie ist tot. Also, haben wir einen Dietrich? Ja, wir haben Dietrich. Oh, wir brauchen gar keinen Dietrich. Umso besser. Kaffee und Plastikteil. Mit dem Zeug können wir doch jetzt sicher hier oben drauf. Nein, willst du mich verarschen? Fuck. Tschüss. Eigene Inkompetenz. Sie haben nicht verteilte Fähigkeitspunkte. Ja, das wissen wir doch alles. So. So. Das war zwar haarscharf. Dietrich benötigt. Willst du mich verarschen? Warte, war da nicht ein Stück Papier? Können wir nicht lesen. Jetzt gehen wir hier vorsichtig vor. Und zwar, wenn ich jetzt... So, jetzt hier. Das heißt, wir müssen gleich aufs blaue Auto. Das blaue Auto wollen wir haben. Also, einmal da hinten hin. Und einmal da hinten hin. Lol. So, komm. Komm, das schaffen wir ohne angegriffen zu werden. Weil die Auto fertig, Spike. Mit den Böllern beschäftigt sind. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Komm. Er versteht sich von selbst, aber lass dich nicht ins Bein erwischen. Komm. Haben wir dich geschafft. Wir sind gut. Und natürlich blutet es. Natürlich müssen wir in die andere Richtung. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Na gut. Ah, fuck, das will ich doch gar nicht. Komm hoch. Perfekt. So halb zumindest. Ich müsste es eigentlich schaffen, da rüber zu kommen. Ohne... So, ja, komm. Perfekt. Oh, ja. Soweit hätten wir es geschafft, ohne zu sterben. Nur 2 HP haben wir verloren. So, dann müssen wir jetzt hier hinten hin. Aber das ist irgendwie hinter der Mauer. Ist hier irgendwas? Ja, hier ist tatsächlich irgendwas. Sah doch ganz danach aus, als ob hier irgendwas wäre. So, jetzt ist da vorne irgendwas.
Akku. Da ist tatsächlich wieder irgendwas. Sogar zwei Sachen. So. Den hätten wir mal. Lol. Hier war doch irgendwas. Okay. Zwei Zombies. Wie sieht das aus einer anderen Richtung aus? Hier sind Slums, beziehungsweise eine Brücke. Okay. Das heißt, wir gehen... Ist hier... Ja... Lol. Das Blaue dürfte leicht erhöht sein, deswegen kommen die Zombies da nicht dran. Die Triche benötigt Mama. Öffnen. Wir brauchen echt irgendwie Schlossknacker oder so. What? Nope. No way. Okay, da oben. Das heißt, wir gehen einfach mal über die Dächer. Um den Zombies auszuweichen. Ziemlich imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Komm. Kriegen die Infizierten. Lol. Bist du jetzt endlich tot? Wieso sterben die verdammten Viecher denn nicht? Wieso stirbt das nicht? Hallo, wir haben schon so oft da drauf geschlagen. Alter, das Ding geht schnell Schrott. Dietrische benötigt, Mama. Schon wieder Nägel. Benutzen. Läuft bei uns. Da drüben sind noch mehr Vorrichtungen. Da drüben ist ein Zombie. Lol. Ich sterbe hier noch durch Schallfaden. Genau. Fallschaden. Kopf abschlagen. Komm. Ist da drüben noch was drin? Nee. Dann gehen wir mal weiter. Aber hier unten drunter ist irgendwas drin. So, öffnen. Da war doch noch mehr. Da. Okay, immerhin. Oh, läuft. Nicht. Kann der hier reinkommen? Nee, aber ich will es auch nicht wirklich mit ihm anlegen. Mich. Ich will. Oh ja. Also manchmal habe ich mehr Glück als Verstand, muss ich schon sagen. Wäre ich da jetzt eben reingefallen? Ich glaube nicht, dass ich das überlebt hätte. Öffnen. Das ist auch nicht auch. Ganz ehrlich. Ja, sie haben nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die Fertigkeiten. Ja. Ich meine, wir müssen da was holen und. Komm. Es ist fast Nacht. Da ist Nummer 1, aber wie kommen. Ich glaube, wir springen da einfach mal rüber. What the? Überhaupt nicht auffällig. Oh ja. So. Boah, Alter, dass die Häuser einschützen, wenn man drauf springt, das ist ja irgendwie logisch, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht. So. Im. Och, du Kacke, da oben soll ich dran kommen, aber wie denn? Oh, da oben muss ich gar nicht dran. Hey, wir schleichen links weiter. Komm. Hä, was war. Das weiß ich nicht. Das muss irgendwo eine Nachricht gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Ich will so viel Loot wie möglich mitnehmen. Was aber auch bedeutet. Hä? What?
Der ist betäubt oder was? Komm schon, danke. Da vorne kommt einer. Geil. Noch einer. Noch einer. Kacke. Kacke. Alter, die machen einen ja richtig wahnsinnig, die Viecher. Oh, zum Glück gibt's Freerun. Sonst wäre ich jetzt schon längst tot. Ihr kennt mich. Hier ist nichts mehr. Ach, die Tür bekomme ich eh nicht auf. Ich riskiere es mal. Ja, komm. Bevor. Danke. Weil ich glaube, dass das eine Waffe ist, auf die wir nicht verzichten müssen. So. Da oben. Dann renne ich mal hier lang. Und hier hoch. Einfach von einer Sicherheitsstufe bis zur nächsten. Hä, wie kommt man denn da oben dran? Ich versuche mal da hoch zu klettern, aber ich bezweifle es fast. Das heißt, ich muss von ganz oben rankommen. Das heißt, ich mache erst das andere. What? Das heißt, ich muss oben auf die Halle drauf. Okay, wie schaffe ich das? Irgendwie von hier drin sicherlich. Ja, ja. Dietriche benötigt, Mama. Und öffnen. Komm, die Kiste. Es wird langsam dunkel, das heißt, entweder werden wir zu langsam. Komm, hoch. So, komm. Oh, komm. Danke. Natürlich. Willst du mich verarschen? Was hätte ich denn da machen brauchen? Oh, ich sterbe hier nochmal durchs Fallen. Das sage ich euch jetzt schon. So. So, komm. Und ich sehe gerade, immer wenn wir am Rennen sind, bekommen wir zusätzliche Fertigkeitspunkte. Wieso falle ich da immer runter? Wie soll man das denn sonst schaffen? Okay, jetzt nochmal ganz ruhig. Ich hänge mich da einfach mal nur dran und hoffe, dass das schon ausreicht. Weil sonst bin ich bald tot. Und natürlich treffe ich das Scheißteil nicht. Was soll denn das? Dann, ich weiß echt gerade nicht. Ich weiß, dass das hier der richtige Lösungsansatz ist. Aber das hier nicht. Ach komm schon. Wir müssen doch jetzt nicht wegen solchen Kleinigkeiten sterben. Ich wette, ich hab's aber noch nicht hundertprozentig. Irgendwie müssen wir da was drunter stellen. Oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Ah, ich hätte gar nicht aufstehen drücken brauchen. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Hm. Hey Crane, weißt du was? Ich bin auf einem Balkon und beobachte dich. Scheint sich gut zu schlagen für einen Anfänger. Ich danke. Ja. Aber bitte komm in einem Stück wieder, ja? Ich will nicht schon wieder einen neuen anlernen. Ja, ja. Du, wir sind dir sehr wichtig, merke ich. Hä? Wir hatten doch ein Licht nicht gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt wieder hier vorne raus. Und gehe mal aufs Dach drauf. Hä? Map? Reparieren Sie die nächste Falle. Heißt, ich musste gar nicht hier oben drauf. Hä, willst du mich verarschen, dass du... Alter.
Medikit garantiert. Aber immer noch nicht gestorben. Okay, komm. Das ist aber eine ganz schöne Strecke. Warum wollen die denn so weit laufen? Vor allem wohin? Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Oh, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Ja, wo? Da lang. Natürlich bin ich in die falsche Richtung gerannt, weil ich meine, was kann ich da... Komm, lass mich doch durch, danke. Es wird schon dunkel. Das heißt, wir müssen uns richtig beeilen. Der Stromausfall ist eine Katastrophe. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Ja, ich... Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Ich weiß. Ich mache so schnell ich kann, Spike. Wohin muss ich? Da hinten. Oder? Oh! Was ist das? Fett! What? Kuh? Komm. Hä? Und jetzt? Komm. So, von hier aus. Müssen wir den töten? Komm, reagierst du da drauf? Nein, tust du natürlich nicht. Ja, komm. Komm. Jetzt abhauen, abhauen. Wow, der macht aber ganz schön viel Schaden. Und das heißt, wir müssen... Ich weiß echt nicht, wie man die tötet. Also, ich habe ja eben draufgeschlagen. Der ist auch verdammt schnell. Hallo? Kannst du mich echt da hinten nicht sehen? Aber was bringt der Überlebenssinn? Das heißt, ich werde jetzt erstmal abhauen und den komplett in die falsche Richtung locken, auch wenn das vielleicht gar nicht der Sinn der ganzen Sache ist. What? Hatte ich das vorher schon? Komm. Dietriche benötigt, gut. Hä, was ist das? Hä, und wieso kann ich da jetzt nicht... Willst du mich verarschen? Warum geht denn das jetzt nicht? Die wollen mich doch sicher verarschen, oder? Ja, schön, Überlebenssinn hin oder her, das bringt mir doch nichts. What the fuck? Das heißt, wir müssen den so lange prügeln, bis der ankommt. Was? Ich greife zu lange nicht an. Ich greife viel zu lange an. Der kann mich hier oben nicht angreifen, sag ich. Okay, noch 53. Brauchen wir noch ein Medikit zum Herstellen. Wurfsterne. Molotow. Vielleicht hilft uns das ja. So, eins. Das tut dem nichts anscheinend. Lol. Komm. Du bist nicht mehr am Leben. Sehr gut. So, Ausdauer regenerieren. Molotow-Cocktail war schon mal die richtige Idee. Wieso höre ich hier immer mehr Zombies? Okay, die kommen aber nicht rein. Wieso braucht diese scheiß Waffe immer so ewig?
Hab ich dich jetzt, oder willst du mich verarschen? Nein, hab ich... Hä, wieso halten sie denn so viel aus? Lol. Ist die die nicht ganzen Waffen? Yeah, so Gasrohr, Bodenplanke. Ich würde sagen, die eine Bodenplanke zerlegen wir und können dafür das Gasrohr aufnehmen. Na toll. War da... Okay, da war nichts Wichtiges drin. Noch mal einer. Das heißt, wir hätten gar nicht kämpfen brauchen. Also war es auch nicht der Sinn dahinter, den Molotow-Cocktail zu benutzen. Komisch. Gut, das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt das ist ein mir, Gasrohr. Ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Ja, ja. Verbesserst du dich? Die Bodenplanke. Also erstmal Gasrohr zerlegen. Weil ich so viele habe. Jetzt nehmen wir das Gasrohr. Die Batterien. Entwurf. Geladenes Rohrmod. Lol. Gut. Entwürfe. Batterien und Stromkabel brauche ich noch. Lol. Tür öffnen. Na toll. Und was jetzt wo lang? Das ist aber echt unheimlich so im Dunkeln hier. Das heißt, ich muss ganz schnell und am besten ohne gefressen zu werden hier hinten lang die Treppe hoch. Die Treppe hoch, die können nämlich nicht rennen. Das werde ich mir jetzt mal dick fett zum Vorteil machen. Jetzt hier hoch. Komm, hoch. Lol. Da ist ja sogar einer. Kackscheiß. Tschüss, Zombie. Jetzt hier hochkommen. Da wird doch niemand sein, danke. Bald haben wir übrigens Sprinten 3. Aber ich glaube nicht, dass nachts so viel gefährlicher ist als tagsüber, sondern einfach man sieht nichts mehr, wodurch alles sehr viel gefährlicher wird. Da oben ist ein... Da unten ist es hell, läuft. Lol. Gut, dann müssen wir jetzt wohl uns diesen verdammten Weg merken. Komm, geh hoch, du... So, neue Wendigkeitsstufe, ja. Das könnte uns jetzt sogar helfen. Fertigkeiten, kommen. Komm, Wendigkeitsstufe. Das ist Rutschen. Oder Wurf. Nutzen Sie Bewegung angreifender Feinde um sich. Nein, ich werde jetzt garantiert Rutschen benutzen. Einfach weil Rutschen geil ist. Kraft, Überlebensrang. Ich weiß echt nicht, was Überlebensrang bringt. Beziehungsweise, wie... Also, ich weiß, was er bringt, aber ich weiß echt nicht, wie man ihn... Okay, hier hinten ist der... So, wie kommen wir da am besten rein? Ich glaube, über das Haus wieder. Komm. Wir müssen ja nicht unbedingt mit dem Zombie da durch. Gehen. So. Und jetzt zum Unterschlupf kommen. Sicherheitszone. Scheiße. Nein! Fuck. Wo ist denn der hin? Geh schnell. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Was zum Henker ist das? Ich habe keine Ahnung. Hier ist Kyle Crane. Crane! Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen. Voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung? Ja, klar. Seien Sie vor Einbruch der Dunkelheit wieder im Unterschlupf. Willst du mich verarschen?
Spielerversteck. So, da können wir jetzt endlich mal was reinlegen. Wir haben Rohr. Dich können wir mal dem Lager hinzu... Oh, geil, wir haben so viele Cocktails, elektronisches Bauteil. Wir tun jetzt einfach mal alles, was so halbwegs zu viel ist. Wobei, ich glaube, nehmen sie alle Gegenstände, die nicht... Können wir die verkaufen? Wertsachen. Die können wir sicher irgendwo verkaufen. Aber ich... Laden. Und davon erstmal alle Kaffee und alle Zigaretten verkaufen. Ach, Laden? Hä? Okay, ich glaube... So, wir haben ein Medikit, das reicht erstmal. Und Entwurf Taser Mod. Wir schlafen jetzt erstmal. Ich glaube... Spike, was ist los? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen reden. Okay, eine Sekunde. Okay, wir gehen noch zu Spike, würde ich sagen. Das ist die Prolog, steht Ihnen nun der Koop-Modus zur Verfügung. Okay. Das heißt, war jetzt ein Prolog. Wir müssen immer versuchen, vor der Nacht wieder im Ding zu sein. Ich glaube, wir gehen da hoch. Weil diese ganzen lieben Zombies... Oh, fuck. Fuck. Hau ab, hau ab. Das war nicht so wie geplant. Fuck. Wieso ist denn da ein Zombie? Oh. Willst du mich verarschen? So, jetzt hier runter. Ambulance. Ein Krankenwagen. Das habe ich alles schon. Gut, dann gehen wir jetzt einfach weiter über die Häuserdächer. Es ist sehr neblig, das gefällt mir nicht. Und warum müssten wir jetzt einmal um unser Gebäude komplett rumlaufen? Das verstehe ich einfach nicht. Komm. Es ist sehr gefährlich gerade. Irgendwas ist passiert, ganz ehrlich. Und mit so vielen Zombies, ich weiß, da ist unser schönes Haus. Das ist auch okay. Aber ich würde jetzt lieber zu Spike schnell gehen, bevor uns... Oh, nice. So. Ach du Kacke. Hinten ist das Sicherheitsfeld. Kommen wir vielleicht über die andere Seite besser hin? Also. Okay, dann hier. Okay, riskieren wir es. Ja. Ja, ciao. So. Sicherheitszone von Reispackfern. Die haben sehr nervöse Zeigefinger. Wenn du farbigen Rauch siehst, bedeutet das, dass ein GRI-Paket abgeworfen wurde. Hey. Spike, was komm, gibt's? Spike. Crane, eins vorweg. Du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. UV-Taschenlampe? Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung. Oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das er okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Okay. Ob ich diesen Bracken endlich persönlich treffen werde? Oh, Kacke. Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall aufgestiegen. Neuer Überlebensrang. Ah! Durch Missionen errangen wir Überlebensränge. So, jetzt Aufputschmittel. Lernen Sie aus Pflanzen zum Beispiel mehr Schaden, bla bla bla. Erlangen 4 zusätzliche Waffenslots. Ich glaube, wir haben noch keine einzige Pflanze, deswegen glaube ich, dass wir erstmal das hier aktivieren werden. Quests, Stromausfall. Ja. Und mit diesem coolen neuen Überlebensrang. Keine Sorge. Komm. Sarah wird eine Lösung finden. Hast du das über Raiz gehört? Dieser Bastard. Er bereichert sich am Verkauf von Antizin an Leute wie dich und mich.
Also, mit diesem Überlebensrang werde ich mich erstmal verabschieden. Auf Wiedersehen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein unglaubliches Projekt. Ich meine, allein in dieser Folge, wie viele Zombies wir umgangen haben. Die sind zwar nicht gerade schnell, aber extrem heftig, wie wir an diesem einen Hammertypen da kennengelernt haben gerade. Es ist echt schlimm. Und dann, vor allem nachts, das sieht man einfach so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das in der Aufnahme sieht, aber da sieht man das, also hier auf dem PC sieht man das einfach alles so unglaublich schlecht. Es glaubt, also das, ich hoffe, ich weiß, dass ihr mir glaubt, aber das ist einfach so unglaublich. Ich denke, das Spiel hat auf jeden Fall so seine, für mich zumindest seine Oh mein Gott Momente, vor allem jetzt bei Nacht. Sonst ist es eher so ein taktischer Free Run, so ein Hüpfspiel, eher so ein bisschen wie Sonic, so töte alle Gegner, die in den Weg kommen oder umgehe sie einfach oder so. Und jetzt ist eine, aber teilweise war es einfach, ist es einfach nur so, scheiße, jetzt werde ich sterben. Vor allem dann, wenn man einfach nur so inkompetent ist und die ganze Zeit runterfällt. Ne? Und das ist bei mir ja nicht allzu selten. Ja. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal.